Hallo meine Lieben, heute mal ein Intro zu einer Wanderung, die ich jetzt mal zwischendurch unterbreche, ja, um euch mal zu erzählen, was heute auf der Wanderung so angestanden hat oder noch ansteht. Bin jetzt schon gute 1,5 Stunden unterwegs. Ihr hört vielleicht hinter mir ein kleines Bächlein, was ganz toll ist, hört sich immer super an. Was gibt es zur Wanderung zu sagen? Wanderung ist in Dossenheim, geht von der Kaffeerösterei aus. Das ist so ein Café, wo man was trinken und essen kann. Den Link tue ich euch mal unten in der Infobox rein. Ja, mal ein bisschen Werbung machen für kleine Unternehmen, die momentan auf jeden Cent angewiesen sind. Ja, in eigener Sache. Ich habe da auch noch nichts gegessen, getrunken. Habe nur gesehen, dass sie das anbieten. Ausgehend halt von der Kaffeerösterei durch den Mischwald, der richtig schön ist. Habe jetzt auch direkt schon eine Zecke gesehen, die an mir hochgekrabbelt ist, als ich hier so ein bisschen durchs Unterholz gegangen bin. Ansonsten würde ich ja den Bach nicht erreichen. Lustige Sache, Gott sei Dank gesehen. Blasen habe ich mir auch schon gelaufen, habe neue Schuhe, aber macht nichts, sieht man drüber hinweg. Was gibt es noch zu sagen? Ja, im Endeffekt ist die Tour in etwa 11 Kilometer lang. Die tue ich auch noch bei Komoot verlinken. Mache ich auch alles in der Infobox. Ja. Hoffe, dass ich euch ein paar schöne Bilder bieten kann von der Wanderung. Vielleicht habt ihr Lust, dann mal hierher zu kommen. Das ist Dossenheim an der Bergstraße in der Nähe von Heidelberg oder die eigentlich direkt nebendran. Ja. Vielleicht habt ihr Lust, dann mal herzukommen. Hier gibt es viele schöne Wanderwege. Ich hoffe, ihr genießt das Video und hinterlasst ein Abo, Daumen hoch. Peace.